Hallo, du bist selbstständig oder willst dich selbstständig machen? Krankenversicherung, Betriebshaftpflicht, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und, alles scheint wichtig zu sein. Aber auch wirklich für dich und deine Selbstständigkeit. Heute erkläre ich dir die Inhalts- oder Inventarversicherung, die ebenfalls deine Existenz finanziell absichern kann. Viel Spaß beim folgenden Video, hinterlass mir doch einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du auch in Zukunft keine nützlichen Informationen mehr verpasst. Als ersten Punkt will ich dir erklären, was ist versichert. Die Inhaltsversicherung oder Inventarversicherung sind zwei Begriffe, die aber eigentlich das Gleiche meinen. Und zwar die Absicherung deiner Waren, deiner Vorräte und deiner Betriebseinrichtung für den Fall der Fälle. Einfach ausgedrückt ist die Inhaltsversicherung vergleichbar mit deiner Hausratversicherung. Sie schützt aber nicht deine Wohnung, sondern dein Unternehmen und hat auch ein paar charmante Einschlüsse mehr. Stell dir deine Geschäftsräume einfach mal wie ein Puppenhaus vor. Nun drehst du das ganze Haus um und alles, was herausfällt, ist über die Inhaltsversicherung abgedeckt. Vielleicht mit Ausnahme von Fahrzeugen, doch das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. Alles, was nicht herausfällt, gehört in der Regel zur Gebäudeversicherung. Das wäre aber auch wieder ein anderes Thema. Zweitens, in welcher Höhe bist du versichert? Die Frage lässt sich relativ einfach beantworten, denn die Versicherungssumme bestimmst du selbst. Hier solltest du aber einige Faktoren beachten. Gute Inhaltsversicherungen sichern zum Neuwert ab, sodass ich nur raten kann, keine Pi mal Daumenschätzung der Versicherungssumme vorzunehmen, sondern sich die Neuwerte wie in einer Inventur hinzuschreiben und dann entsprechend einen Wert zu ermitteln. Denk bitte daran, hier realistische Werte anzusetzen, um im Schadenfall nicht unterversichert zu sein. Wichtig ist auch, dass du deine Betriebsart korrekt angibst und nicht kreativ versuchst, Versicherungsbeiträge zu sparen. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel einen Kiosk betreibst, musst du auch die Betriebsart Kiosk versichern. Ich weiß, dass hier die Prämien in der Regel recht hoch erscheinen, was aber daran liegt, dass bei Kiosken das Einbruchrisiko sehr hoch ist. Ich habe schon erlebt, dass versucht wurde, einen Kiosk als Lebensmitteleinzelhandel zu versichern, mit dem Argument, es würden ja auch belegte Brötchen verkauft. Im Schadenfall kommt es dann aber zum Problem, wenn für mehrere tausend Euro Zigaretten als gestohlen gemeldet werden und auch zu entsprechenden Ablehnungen. Also, versichere das, was du betreibst. Du willst ja schließlich auch bei Schäden problemlos dein Geld erstattet bekommen. Die Beiträge sind dem zu erwarteten Risiko angepasst. Nachdem ja schon der Begriff Einbruchdiebstahl genannt wurde, kommen wir zu Punkt Nummer 3. Welche Risiken sind abgesichert? Erinnerst du dich an den Vergleich mit der Hausratversicherung? Grundsätzlich lassen sich auch in der Inhaltsversicherung folgende Grundgefahren absichern: Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus, Elementarschäden. Ja, ich weiß, es gibt auch noch die sogenannten unbenannten Gefahren, ein Risiko, das dir dein persönlicher Berater oder deine persönliche Beraterin aber gerne individuell erklärt. Jetzt aber kommt das Spannende und der große Unterschied zur Hausratversicherung: der Bereich der Betriebsunterbrechung bzw. des Ertragsausfalls. Auch hier schon wieder zwei Begriffe, die letztendlich das Gleiche bedeuten. Was passiert, wenn in deinem Unternehmen ein Feuer ausbricht? Naja, wirst du dir vielleicht sagen, das Feuer wird gelöscht, die Versicherung zahlt mir die zerstörten Gegenstände und dann geht es einfach weiter. Ganz so einfach wird sich das in der Praxis nicht gestalten, denn du vergisst dabei, dass die Räume in der Regel von Löschwasser trocknen müssen, dass die zerstörten Gegenstände abtransportiert und entsorgt, neue Waren und Einrichtungsgegenstände bestellt und geliefert werden müssen, vielleicht sogar ganz neue Produkte hergestellt werden. Die Räume werden saniert und wieder eingerichtet und. Letztlich bedeutet das, dass dein Unternehmen für Wochen und Monate stillsteht, bis du wieder Umsätze erzielen kannst. Würde es hier ausreichen, wenn du nur die reinen Werte für die vom Feuer zerstörten Waren ersetzt bekommst? Deine Kosten laufen ja weiter, seien es Miet- oder Pachtkosten, Angestelltengehälter und letztendlich auch dein eigenes Einkommen. Deshalb ist die Betriebsunterbrechungsversicherung für dich immens wichtig, denn sie erstattet dir eben diese Kosten und sichert deine finanzielle Existenz. Doch Vorsicht! Häufig ist die Versicherungssumme für die Betriebsunterbrechung gleich der Hauptversicherungssumme. Das kann ein finanziell schwerer Fehler für dich werden.
Auch hierzu ein Beispiel. Du bist selbstständiger Psychologe mit Kassensitz. Durch einen Brandschaden wird ein großer Teil deiner Praxiseinrichtung unbrauchbar. Deine Praxisräume sind durch das Löschwasser durchnässt. Die Trocknung und Sanierung der Praxis zieht sich über 4 Monate. Übrigens noch ein relativ geringer Wert. Dein Kassensitz ist deine Praxis, sodass du nicht so leicht auf Alternativräume ausweichen kannst. Bei Vertragsabschluss deiner Inhaltsversicherung hast du die Neuwerte deiner Praxisausstattung recht genau aufgestellt und bist auf eine Versicherungssumme von 8.000 Euro gekommen. Diese 8.000 Euro erhältst du für deine Versicherung auch für die Neuanschaffung deiner Praxisausstattung. Also hast du doch eigentlich alles richtig gemacht, oder? Naja, wenn du keine individuelle Summe für die Betriebsunterbrechung vereinbart hast, bekommst du eben auch nochmal bis zu 8.000 Euro für die Zeit des Praxisstillstands. In deinem Fall also für 4 Monate, so dass du umgerechnet jeden Monat 2.000 Euro ersetzt bekommst. Hiervon musst du dann aber auch alle laufenden Kosten tragen und ich denke, damit wirst du wirklich nicht hinkommen. Gerade wenn du hohe Umsätze machst, bei geringer Geschäftsausstattung, wenig oder gar keinen Waren und Vorräten, wähl auf gar keinen Fall die Standardlösung. Du bist kein Standard. Wieso solltest du Standard versichern, wenn es auch anders geht? Du kannst doch die Betriebsunterbrechungsversicherung auch individuell ganz nach deinen Bedürfnissen gestalten und andere Versicherungssummen wählen als in der Hauptversicherung. Ja, es macht dir oder deinem Berater bei der Antragsaufnahme etwas mehr Arbeit, spätestens aber bei einem Schaden wirst du froh sein, dich so entschieden zu haben. Doch, welche Versicherungssumme solltest du ansetzen? Nimmst du den Umsatz oder doch den Gewinn? Beides passt nicht. Bewährt hat sich, die Versicherungssumme nach dem sogenannten Rohertrag zu ermitteln. Was ist das denn? Den Rohertrag findest du in deinen Steuerunterlagen. Kannst ihn aber auch relativ einfach selbst ermitteln. Die Formel dazu lautet Umsatz minus Wareneinsatz. Hier nimmst du immer die Jahreswerte. Diese Formel liefert ein passendes Ergebnis, denn die beschädigten oder zerstörten Waren bekommst du ja über die Hauptversicherung erstattet. Übrigens auch hier noch ein kleiner Tipp. Auch bei der Betriebsunterbrechungsversicherung kannst du für die einzelnen Gefahren unterschiedliche Versicherungssummen vereinbaren. Bei einem Brand oder einem Leitungswasser- oder Elementarschaden macht es Sinn, hier eben eine hohe Versicherungssumme nach dem Rohertrag zu wählen, weil erfahrungsgemäß in solchen Fällen dein Betrieb auch über einen längeren Zeitraum stillsteht. Beim Einbruchdiebstahl hast du wohl relativ schnell wieder neue Waren besorgt, sodass sich hier möglicherweise eine niedrigere Versicherungssumme anbieten wird, was sich dann natürlich auch auf deine Beiträge niederschlägt. Du siehst, selbst vermeintlich einfache Produkte wie die Inhaltsversicherung sollten nicht einfach nebenbei abgeschlossen werden und Produkte von der Stange bieten im Schadenfall weniger Sicherheit als maßgeschneiderte Lösungen. Hier helfe ich euch gerne mit der Versicherungsschneiderei 24. Bucht einfach eine kostenfreie Online-Beratung oder sprecht den Berater oder die Beraterin eures Vertrauens an. Wir beraten euch auch gerne zu weiteren Einschlussmöglichkeiten, wie der Betriebsschließungsversicherung, Transportversicherung und so weiter und so weiter. Für dieses Video würden aber diese Bereiche den Rahmen sprengen. Im Verlaufe meiner Reihe für Unternehmensgründer und Selbstständige werden aber auch dazu noch weitere Videos folgen. Zum Schluss noch eine Bitte in eigener Sache. Als kleiner, wachsender Kanal bin ich natürlich auf eure Unterstützung angewiesen. Deshalb lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da, einen Kommentar und ein Abo, damit ihr regelmäßig aktuelle Videos und Informationen bekommt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleibt positiv, bleibt produktiv und vor allem bleibt gesund. Euer Thomas Schneider.